zweite Meisterschaftswochenende des Porsche Carrera Cups Deutschland, der zum allerersten Mal in Tschechien zu Gast ist, auf dieser historischen Rennstrecke in Most, 4,2 Kilometer lang, folgt in Treue der Topografie, der Landschaft hier in Most. Eine richtig schöne, tolle Rennstrecke. Mein Name ist Burkhard Bechtel, Ihnen eins nämlich willkommen im aufgeschalteten Livestream. Schön, dass Sie dabei sind, genauso natürlich auch auf den aufgeschalteten Tribünen. Wir wollen uns mit einer knapp 15-minütigen Vorberichterstattung hineinbegeben in dieses zweite Meisterschaftswochenende des Carrera Cups. Ich sage damit Ihnen ganz ordentlich und aufrichtig guten Tag und begrüße einen, nämlich der die aktuellen Infos unten einholt. Thomas Volkmar, it's up to you. Ein herzliches Hallo hier unten aus der Startaufstellung, die im Moment noch relativ leer ist. Hier vorne geht die Post ab. Das ist die Zufahrt zur Boxengasse. Die Fahrzeuge kommen gerade hinten aus dem Porsche-Fahrerlager, werden gleich nochmal eine Runde drehen. Ich gucke gerade mal, wir müssten jetzt ungefähr so bei Fahrzeug 23, 24, 25 sein. Wenn die 30 vorbei ist, dann wissen wir, alle sind durch, fahren dann eine Runde und dann wird es darauf ankommen, wer erwischt den besten Start. Die erste Startreihe hat auch schon einen relativ weiten Weg. Das sind bis zum ersten Bremspunkt rund 400 Meter, der erste Scheitelpunkt bei rund 500 Metern. Das ist relativ viel. Also die erste Reihe wird da ungefähr so mit 185, 190 Sachen ankommen. Und dann heißt es, den Anker werfen. Und ich bin mir sicher, es wird knirschen. Haben wir gerade beim ADAC GT Masters schon gesehen. Also die werden sich da nicht viel geben. Und das wird richtig, richtig spannend. Fakten, Fakten, Fakten präsentiert Ihnen Thomas Volkmann mit den interessanten Details rund um die zu erwartende Auftaktphase zu diesem Meisterschaftsrennen. Nummer drei, für mich aber Zeit und Gelegenheit, eins aufzurufen, nämlich unseren schnellen Rückblick. Wir wollen doch mal reinschauen, was gab es im Qualifying, aber was gab es zuvor auch in Hockenheim beim Auftakt. Bitte. Und da sind wir mit dem sogenannten White Shot, mit dem Helikopter über dem Hockenheimring unterwegs. Und wir sehen einen jungen Mann auf dem Dach seines Elfers stehen, nämlich Larry Ten Voorde aus den Niederlanden. Der feiert eins gnadenlos einen Doppelsieg, den der Holländer sich holte beim Saisonauftakt des Carrera Cups im 30. Jahr. Und da wurde der Teamchef Christoph Huber mal richtig per Champagner gewaschen, ob dieses Doppelerfolg ist. Wie kam das Ganze zustande und wie ging es den Gegnern? Michael Ammermüller, zweifacher Supercup-Champion, wird zweimal abgeräumt am Samstag und Duplizität der Ereignisse am Sonntag, geschieht die gleiche Nummer nochmal, allerdings da mit einem anderen Gegner. Einmal Bas Valilko und einmal Gustav Malja. Überhaupt kein Glück im Übrigen für die Mannschaft von Michael Ammermüller, für die erfolgverwöhnte Truppe von Lechner Racing rund um Walter Lechner. Julien Andlauer hier mit dem mühsamen Weg durchs Feld hindurch war noch derjenige, der mindestens eine Handvoll Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Aber so schlecht sind sie noch nie in eine Saison gestartet. Ganz anders dagegen der ehemalige Lechner-Angestellte Christoph Huber mit seinem Team und diesem makellosen Doppelsieg in Hockenheim im badischen Motodrom für seine Mannschaft aus dem Niederbayerischen. Und damit sind wir in Most, sind rund ums Qualifying unterwegs und sehen ein bemerkenswertes Ereignis, das zu einer roten Flagge führte. Achtung, Auto mit dunkler Fronthaube, dort davor jemand, der Reifen aufwärmt. Und Richard Wagner muss in den Notausgang übers Kiesbett, kracht in die Reifenstapel hinein, anschließend in die Leitplanke. Rote Flagge, Trainingsunterbrechung ist vorerst mal die Folge. Zum Glück das Auto nicht besonders beschädigt, er im Übrigen wohlauf, Auto kann wieder eingesetzt werden. So, wie ging es im Qualifying? Da sind wir bei Larry Ten Voorde, der Zweitplatzierte, für beide Rennen, also für heute und für morgen mit 1:33.814. Und er hier brachte es auf den Punkt, nämlich mit 95.000stel Sekunden besser. Michael Ammermüller, der gerade mit der Onboard-Kamera unterwegs war und der damit zwei Trainingsbestzeiten hat hier in Most. Da haben wir ihn mal ganz schnell in ein paar Sekunden alles auf den Punkt gebracht, sind jetzt bei Ammermüller, sind an Bord, fahren hinein in die Startaufstellung und ich bin mir relativ sicher, dass Thomas Volkmar sich jetzt da unten die Startlöcher graben wird, und zwar die verbale Variante, weil wir hatten uns eins vorgenommen, dass derjenige, der mit der Startnummer 1 hier hinfährt, doch vielleicht mal noch kurz Rede und Antwort steht. Thomas, will der sprechen? Ich gehe mal ganz fest davon aus, Michael Ammermüller, ja wirklich einer der erfahrensten und ja, abgezocktesten Piloten im Starterfeld, macht das ja jetzt nicht zum ersten Mal und ich glaube, wir können da sicherlich nochmal das Mikrofon reinhalten. By the way,
das ist Erwin Kickmeier, sein First Car Mechanic. Der läuft jetzt da mit einem roten Klebestreifen, das können wir mal beobachten, Richtung Boxenmauer und wird diesen roten Klebestreifen gleich so aufhängen, dass der Michael Ammermüller über seine, na, was ist es, müsste die A-Säule sein oder über die Onboard-Kamera. Er sucht sich jedenfalls einen Fixpunkt am Auto und sagt ihm dann ganz genau, wie weit er nach vorne rollen darf, denn das ist die Position, die merkt er sich jetzt und nachher beim Start wird er exakt genau so weit nach vorne rollen, weil die Startlinie vorne, die wird er da unten nicht sehen können. Also anders als in einem Formelwagen kann man eben seine Räder nicht sehen und deswegen das Ganze ein kleines bisschen ja schwierig, aber diesen kleinen Trick, der ist jetzt auch nicht neu. Michael Ammermüller, wir haben jetzt eben gesehen, die Qualifikation lief ja doch vergleichsweise gut. Hinter dir steht noch ein Teamkollege, der Julien Andlauer. Habt ihr irgendwie euch ein bisschen abgesprochen, wie man hier euren Nebenmann, den Larry den Voorde, vielleicht im Schach halten kann? Es gibt keine Teamorder oder irgendwas, also jeder fährt sein Rennen. Ich werde natürlich versuchen, gut wegzukommen und vorne zu bleiben. Und dann hoffe ich, dass die anderen das ganze Rennen hinter mir bleiben. Ist denn Hockenheim schon einigermaßen abgehakt? Ich meine, das war ja wirklich eine Katastrophe. Ja, Hockenheim ist schon vergessen, da ist alles schief gelaufen, also schlechter geht's nicht. Dieses Wochenende haben wir gut angefangen und ja, hoffentlich beenden wir das auch gut. Dafür drücken wir die Daumen. Vielen Dank. Und Burkhard, damit zurück zu dir. Ja, ganz recht herzlichen Dank, Thomas, nicht nur fürs Interview, sondern für die interessanten Details. Ja, eine neue Geschichte war das nicht, aber sie mal zu zeigen, das war neu, nämlich diese perfekte Startposition zu finden aus der Sicht von Michael Ammermüller. Der steht übrigens daneben, Larry ten Voorde, dahinter sein Teamkollege Julien Andlauer und dann auf der vierten Position ein Junge, der heißt Jannes Fittje. Startnummer 94, Team Project One, ist einer der ganz Jungen, ist ein Rookie, ist ein Talentpool-Fahrer und damit bin ich ganz genau bei einem Thema und freue mich über einen kleinen Zuspieler. Auf geht's, Sport machen wir. Also dieses Talentpool-Programm, das ist eine sehr erfolgreiche Unterstützungsprogramm-Einrichtung von Porsche Motorsport und Porsche Deutschland für den Porsche Carrera Cup Deutschland. Da wird unter anderem, neben vielen anderen Förderungen, auch am Tag zuvor immer eine Streckenbegehung gemacht. Das wird kombiniert mit Sport. Diesmal war der Sportlehrer der Chef selber, Rui Isaac. Das ist der Projektleiter für den Porsche Carrera Cup Deutschland, der sich mit den Jungs mal ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und da der Kollege Isaac als wahres Fitnesswunder gilt, hat er die mal richtig rangenommen. Wir wollten Ihnen diesen kleinen Einblick mal präsentieren. So, und genau mit diesem Blick hinter die Kulissen der Meisterschaft sind wir ja dann wieder zurück in unserer Startaufstellung und wir sind logischerweise auch wieder bei Thomas und ich gehe mal davon aus, der hat einen der jungen Buben, oder? Ja, ich habe mal einen kleinen Sprint in die 11. Startreihe gemacht. Sebastian Daum steht da und das ist einer von denjenigen, die am Donnerstag ein bisschen Sport gemacht haben, das, was wir gerade gesehen haben. Ein bisschen ist relativ. Wie viel Muskelkater hast du noch mitgenommen? Ja, man muss sagen, es war schon ziemlich heftig. Wir waren nicht nur laufen, wir haben auch Krafttraining gemacht und eben die Stiegen rauf, runter. Also man hat uns doch sehr gefordert, aber man sieht, wo man sich verbessern kann und war sicher sehr hilfreich. Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Ihr müsst doch nur eine halbe Stunde da hier am Lenkrad drehen. Muss man denn da so fit sein? Ja, absolut. Also wir haben es hier auch ziemlich heiß. Also ist schon sehr beanspruchend natürlich, denn die Gehkräfte, die wir haben, im Kopf natürlich sehr beanspruchend. Also wir müssen schon einiges leisten hier in unserem Büro. Ein sehr schönes Office hier auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt gleich beim Start. Und ja, ich gucke gerade mal. Es ist jetzt gerade das 3-Minuten-Schild ist jetzt gerade gezeigt worden. Es geht gleich los. Die Fahrzeuge müssen gleich hier unten auf jeden Fall, tun sie sowieso, mit den Felgen unten auf dem Boden stehen. Also wenn jetzt noch ein Fahrzeug hochgebockt wäre, dann würde es Ärger vom Rennleiter geben. Aber dem ist definitiv nicht so. Burkhard, zurück zu dir. Ja, Thomas, ganz recht herzlichen Dank. Auch dem Sebastian Daum. Jetzt bin ich gerade ein bisschen stolz, weil eine Unterstützungseinrichtung ist unter anderem Medientraining. Das müssen die Buben bei mir machen. Das hat er gut gemacht. Sebastian Daum, ganz klar, der Daumen hoch für dieses abgelieferte Interview. 3 Minuten übrigens noch bis zum Beginn der Einführungsrunde und für mich Zeit und Gelegenheit, den sehr geschätzten Kollegen Radek aus Tschechien zu begrüßen, der gerade mir freundlicherweise meine Preview-Story überlassen hat für den Livestream, aber jetzt zurück ist mit dem Carrera Cup und ich hoffe, du freust dich ein bisschen, du hast Spaß.
Burkhard, vielen Dank. Tak, pojďme dámy a pánové si rychle také říci ještě před samotným startem tohoto dnešního posledního závodu Porsche Carrera Cupu 2019 něco v češtině. To znamená, že se můžeme těšit skutečně na další atraktivní podívanou. Sami vidíte těch 15 obsazených startovních řad, 30 naprosto nádherných legendárních vozů Porsche Carrera. V pole position znovu připomínám po velmi dramatické bitvě v rámci kvalifikace Michael Ammermüller, to je německý závodník Ammermüller, který vlastně o necelou 0,1 vteřiny porazil v té dramatické bitvě v kvalifikaci závodníka, který ovládl v tom prvním letošním podniku oba dosavadní závody v sezóně 2019. Získal tedy plný počet 50 bodů Holanďana Larry ten Voordeho. Larry ten Voorde tedy s číslem 13 startuje spolu s Michalem Ammermüllerem z první startovní řady. V té druhé startovní řadě další z favoritů je to vlastně týmový parťák Michaela Ammermüllera, Julien Andlauer, francouzský závodník, který jede s číslem 2, také on bude patřit k favoritům, takže i v jeho podání bude velmi zajímavé sledovat start závodu. Radek, ganz recht herzlichen Dank, der feuert da mal eben ein verbales Maschinengewehr aus der Hüfte ab mit seiner Präsentation des Startfeldes. Ich hatte ihn ja die ersten zwei Reihen schon genannt. Ammermüller ten Voorde, dann auf die schnelle Andlauer und Fitje, dahinter Jackson Evans. Das ist ein Neuseeländer, der aus dem australischen Cup kommt, neben dem deutschen Toni Wolf, die Startnummer 14 von Car Collection, dann der Luxemburger Sportsoldat, übrigens, by the way, Dylan Pereira, auf der nächsten, auf der vierten Startreihe. Dann Igor Walilko teilt sich diese Reihe, das ist ein Pole, die Meisterschaft kommt mit Piloten aus insgesamt 11 Nationen zu uns an den Start. Dann ist es dahinter Berkay Besler, die nächste Nation, Türkei. Nicht die größte Motorsportnation der Welt, aber in diesem Jahr in Sachen Porsche Rennsport haben die zwei sensationell schnelle Fahrer, zum einen Berkay Besler und zum anderen Ayan-Jan Güven im Porsche Mobil 1 Supercup. Das sind richtig schnelle Kerlchen, die da angasen. Und neben ihm steht David Koltmann, ein Deutscher, der zurück ist im deutschen Cup. Dann Jan van Laachen gescheitert, genau wie auch der Tabellenzweite Hendrik Schoof. Und jetzt gehen mal die 15.000 PS da unten in Richtung Angriffsmodus in die Einführungsrunde hinein. Das kann schon was, wenn die Elber losfahren. Übrigens 6 Autos mit Onboard-Kameras, unter anderem Larry ten Voorde, Michael Ammermüller, Jackson Evans, Stefan Rehkopf, Carlos Ribas. Also wir werden nichts verpassen, auch nicht aus der subjektiven Sicht der Piloten. Sind auf der Einführungsrunde auf einer Rennstrecke, die mir unfassbar viel Spaß macht. Wie sagte jemand, du musst hier Geige spielen, du musst die Melodie finden, um diese Rennstrecke zu verstehen. Das ist nichts, das im Computerprogramm entstanden ist, sondern das folgt in Demut der Topografie der Landschaft. Und genau deshalb ist diese Rennstrecke so besonders schön. Ich will gerade noch so den Beginn vielleicht der Startaufstellung mitnehmen, bevor ich nochmal schnell zum Kollegen Radek dann rübergeben werde. Wir fahren jetzt hinunter in diesen unteren Teil der Strecke, gucken uns die Startaufstellung an, haben wie gesehen Ammermüller und ten Voorde in Reihe 1. Sind bei Reihe 2 mit dem Porsche Junior, einem der jüngsten im Feld, 19 Jahre alt, Julien Andlauer aus Lyon in Frankreich und Yannis Fittier, der ehemalige Kinderstar, übrigens vom Kinderkanal, der eine eigene Doku-Soap dort hatte, dann Jackson Evans und eben Kollege Toni Wolf, Dylan Pereira und Igor Walilko in der nächsten Reihe, dann Berkay Besler, ein Rookie, Sie sehen es an den blauen Startnummern, und David Koltmann, dann Jaap van Laachen, Hendrik Schoof, hatte ich ihn vorhin genannt. Dann geht's weiter mit Luca Rettenbacher, Unfallopfer gestern. Leon Köhler, recht ordentlich, aber im freien Training war er noch besser. Sandro Kaibach, dann der Ire Reese Bauer. Tim Zimmermann, das ist falsch, der ist zurückversetzt. Doch, ist richtig, stimmt, der ist zurückversetzt worden um 5 Plätze. Und dann der Rest des Feldes mit den vielen jungen Leuten, die jetzt zurückkommen. Jetzt will ich den Kollegen doch nochmal mit ins Geschäft reinholen. Also, auf geht's! Tak máme opět chviličku před startem, takže já znovu připomenu důležité informace. Závod teď je tady v tom formovacím kole, po něm bude následovat start a čeká nás 30-minutový závod, tedy opět časový limit, kdy si užijeme tuto nádhernou podívanou. Já znovu také připomenu, že v pole position je Michael Ammermüller, který vyhrál kvalifikaci, jeho týmový parťák Julien Andlauer z Francie startuje hned za ním ze druhé startovní řady s číslem 2. To bude zajímavé, už se tomu věnovali i předzápasové rozhovory a bude to hodně prestižní záležitost mezi těmito jezdci. Jsou to dva talentovaní závodníci, i když Michael Ammermüller už je samozřejmě tím zkušenějším, ale Julien Andlauer je ročník 1999, teprve v červenci. Bude tomuto Francouzovi 20 let a je považován za velmi zajímavý závodní talent.
Samozřejmě nezapomeňme na Larryho, ten Voordeho, tento holandský závodník s číslem 13, druhý nejrychlejší kvalifikaci na tom prvním dvojzávodě na Hockenheimu neměl konkurenci, vyhrál jak v sobotu, tak i v neděli, získal plný počet 50 bodů. Dnes se předpokládalo, že vyhraje i v kvalifikaci a bude startovat z pole position. Michael Ammermüller byl ale proti. O to více, zajímavý start závodu nás teď čeká. Und damit steht die Truppe parat. Drehzahl 6.500, das ist unsere Startdrehzahl, die elektronisch begrenzt wird. Dieses riesige Feld von 30 Autos, ab dem nächsten Wochenende sind wir übrigens 32 und damit ausverkauft, fährt in die Positionen hinein, wie vorhin ja bei Michael Ammermüller gesehen, genau auf die festgelegten Startboxen, präzise auf einen Zentimeter. Und da hinten gibt es ein gelbes Tuch. Ich frage mich gerade, warum. Ach so, weil wir noch reinfahren in den Grid. Und dann wird es jetzt gleich das grüne Tuch geben am Ende des Feldes. Der Starter meldet an den Renndirektor. Alles klar, du kannst auf den Knopf drücken, oder? Gibt es da hinten Diskussionen? Irgendwas? Doch, grüne Flagge ist da. Alles gut, alles ordentlich. 15.000 PS. Drehzahl hoch, wenn die Startampel die erste auf Rot gehen wird. Jetzt der Fall. Bis hinten gegen. Dann optimalen Start erwischen. Und los geht's mit wie Ammermüller Start verkackt, aber richtig verkackt. Da kommt Larry Porsche, der aktuelle Tabellenführer, der zweifache Laufsieger von Hockenheim. Und der ist auf der besseren, der ist auf der Innenlinie. Die 13 hält jetzt gegen Huber Racing. Larry Porsche übernimmt das Geschäft gegen Michael Ammermüller. Der ist nämlich hinter diese Heckkamera hier zurückgefallen. Alles gut, alles ordentlich. Überhaupt kein Gewusel im ersten Turn, dort unten in der ersten Ecke. Und jetzt über diese schönen, harmonischen Passagen hinunter in den unteren Streckenteil. Orange Fronthaube, das ist Larry Porsche. Dann das Auto mit den blauen Außenspiegeln. Julien Andlauer im pinkfarbigen Design, by the way, da hinter Michael Ammermüller die weißen Außenspiegel. Und dann müsste es eigentlich das nächste Lechner-Auto sein. Genauso ist es mit Dylan Pereira, dem Luxemburger, in dunkelblau, dahinter auf der vierten Position. Und so geht es jetzt den Berg hinunter. Also offensichtlich hat Janis Vitti da ein bisschen an Boden verloren. Genauso ist es eine Position nämlich. Alles gut, alles ordentlich. Prima Start, hat toll und Spaß gemacht. Radek, bitte. Tak dámy a pánové, nádherný start jsme si užili, všichni jezdci se dokázali vtěsnat do té úvodní ostré zatáčky, do toho nebezpečného retardéru, ještě upřesníme oproti původním předpokladům, se nakonec tady jede na 17 okruhů Autodromu Most, takže 17. okruhový závod, abychom byli přesní. No a vidíme sami, že na čelní pozici, tady na prvním místě se startovní číslem 13, Larry Voorde, holandský závodník, který pochází z města Enschede, vlastně využil menšího zaváhání, které tam měl z pole position startující Němec Michael Ammermüller a hned se tedy tento lídr letošní sezóny Larry Voorde usazuje na prvním místě, byť samozřejmě to čelo závodu zatím jede v těsném kontaktu a bude velmi zajímavé sledovat. Zdá se, podaří Holanďanovi nasadit hned úvodu závodu k trháku, ale nic tomu nenasvědčuje, naopak za ním oba jezdci společného týmu BWT Lechner Racing, tedy Michael Ammermüller a Francouz Julien Andlauer, útočí právě na vedoucího Holanďana Larry Voordeho. Larry Voorde má minimální náskok a my jsme velmi, velmi rádi, že už i teď při nájezdu do druhého kola jsme viděli, že ta dramatická situace v čele startovního pole bude i nadále pokračovat. 1, 2, 3, 4, 5 pozic je stále v těsném kontaktu. A to je velmi zajímavé pro nás, pro fanoušky. Ich verstehe kein Wort Tschechisch, aber ich weiß, was meint. Das Ganze wächst zusammen dort vorne, weil Michael Ammermüller hat die Brille aber mal eindeutig mit Bremsenreiniger geputzt beim Anbremsen der ersten Ecke. Und der war dran an Larry Voorde und er ist auch jetzt dran im Windschatten und der trommelt auf der Lichthupe rum. Diese vier einzelnen Punktleuchten im Hauptscheinwerfer des Elbers, die immer wieder aufgetrommelt werden in Richtung des Larry Voorde, des aktuellen Tabellenführers mit 50 Meisterschaftspunkten, des Doppelsiegers von Hockenheim, der weit rausgekommen ist. Gerade über den Körb. Rückwärtiger Teil jetzt vor der Porsche Hospitality vorbei in Richtung der Zieleingangskurve. Runterbremsen, langsamer Teil und dann Schwung mitnehmen auf die Gerade. Und dann gucken, wie er sich aus der Affäre ziehen kann. Und dann wird wieder der altehrwürdige Sprecherturm hier in Most beben, wenn die 15.000 Ponys vorbeigaloppiert kommen. Und Ten Voorde hat sich ein bisschen stabilisiert. Da ist der Abstand auf 4-5 Wagenlängen gewachsen. Da hinter Ammermüller, dann Andlauer, dann Pereira. Jackson Evans, Fitje, Tony Wolf ist es, Igor Balilko, Jaap van Nagen, dann Berkay Besler, das sind im Augenblick die ersten 10.
Wie sieht's aus bei unseren Amateuren? Carlos Rivas ist im Augenblick der Führende vor Matthias Jeserich und Sören Spreng und Stefan Rehkopf. Der aktuelle Tabellenführer ist auf die vierte Position im AM-Klassement der Amateurpiloten zurückgefallen. So, und jetzt geht's gut und ordentlich weiter mit einer tollen Anfangsphase, die vor allen Dingen von einem geprägt war, nämlich von einem fairen Miteinander. Richtig gut und richtig ordentlich gemacht. Und jetzt muss man sich sortieren. Jetzt wird gedrängelt in der Spitzengruppe. Und Dylan Pereira ist der beste Drängler. Der mit dem dunkelblauen Auto, weil der ist ganz dicht dran an Julien Andlauer, hat es gerade schon mal versucht vorbeizugehen. Wir gucken nochmal den Start und das Manko des Michael Ammermüller, der nicht wegkommt aus den Löchern und gleichzeitig die Chance für Laritent Voorde, der da nach vorne geht. Und das war das Fundament für einen erfolgreichen Hausbau des Niederländers, das münden könnte in das Dach des dritten Laufsieges. Und einer ist da gerade ausgerutscht auf der linken Seite, der nicht mehr rein konnte, habe ich aber im Gegenlicht beim besten Willen nicht erkennen können. Aus der Sicht der Onboard-Kamera, die 13 davor, Tent Voorde vor Michael Ammermüller, der Start Nummer 1 beim Anbremsen um die 180 km/h. Und dann relativ langsam, Sie sehen das mit der telemetrischen Datenübertragung, die wir aus den Autos abgreifen, um die 70, 75 km/h in etwa in der ersten Ecke dann. So, jetzt werden Sie gleich wieder auftauchen bei uns und Tent Voorde kann sich absetzen. 6-7 Wagenlängen jetzt. Der hat ein paar Zehntel gefunden. Zumindest mal so 2-3. Und auch Andlauer kommt mittlerweile in Bedrängnis, verliert an Boden gegen Michael Ammermüller und ist seinerseits unter massiver Bedrängnis im Übrigen von Dylan Pereira, von einem der beiden Luxemburger bei uns im Starterfeld. Und wir haben ein knappes Viertel unserer Renndistanz absolviert mit der feinen Stilstudie rund um Laritent Voorde und die beiden BWT-Autos. Tak, dámy a pánové, pokračujeme v závodě. Už jsme ve čtvrtém kole, stále to čelo, dá se říct, víceméně drží pohromadě. Byť nasadil Holanďan Ten Voorde k pokusu o trhák, tak stále jeho náskok je zhruba 7 desetin vteřiny. Ammermüller jede velmi dobře. Ammermüller si hlídá těsný kontakt s vedoucím Holanďanem. Navíc jeho týmový parťák je hned za ním na třetí pozici, Francouz Julien Andlauer. Podívejme se na ty rozestupy, ty se nám trošku zvýšily, ale když se podíváme na prvních sedm pozic, tak prvních sedm jezdců je vtěsnáno do rozdílu mezi prvním až sedmým místem pouze necelé 4 vteřiny. Takže i nadále zůstávají v takovém tom těsném hadu za sebou jezdci a to je samozřejmě jen a jen dobře. Byť teď vidíme opticky na dálku, že ta vedoucí dvojice se malinko zdaluje třetímu v pořadí a tím je konkrétně Francouz Andlauer. Následuje za ním s číslem 3 Lucemburčan Pereira, s číslem 93 Evans Austrálie, 94 Němec Pitě, jeho okruh s číslem 14 Wolf. Teď jsme viděli závodníky při nájezdu do dalšího okruhu tohoto 17 okruhového závodu. No a zvýšil se nám ten odstup vedoucí dvojice, skutečně. Mezi prvním Ten Voordem a Ammermüllerem je rozdíl 4 desetiny vteřiny, ale za ním pak už Andlauer ze druhého na třetí místo ztrácí 2 sekundy. Takže ta vedoucí dvojčlena, dá se říct, dvojčka, ten vedoucí tandem se začíná ostatním jezdcům zdalovat. Da sind wir jetzt gerade an einer ganz schönen Stelle rund um Berghall Besler. Das ist das silbergrünfarbige Auto, das da gerade im Bild mit der Startnummer 15 auftauchte. Und unmittelbar davor ist es die neuen, Jan van Laeken. Zwei unterschiedliche Generationen von Rennfahrern. Der eine um die 20 Jahre alt, nämlich Berghall Besler. Und der andere hat eine 42 auf der Lebensuhr stehen, Jan van Laeken. Unfassbar erfahren in den Porsche-Markenpokalen. Monaco-Sieger, jede Menge Laufsiege im letzten Jahr geholt bei uns im Porsche Carrera Cup Deutschland. Auch da schon für die Mannschaft aus Bielsko-Biala. Von Robert Lukas, der das Team vom Herrn Papa von Wieslaw übernommen hat. Und Jan van Laeken sieht sich aber unter gewaltiger Bedrängnis von wem? Wer war das da unmittelbar dahinter? Das ist doch eins der Project One Autos gewesen. Muss ich mir gleich nochmal angucken, wenn die Sonne nicht ganz so drauf nagelt auf die Einstellung. Da ist er mit den gelben Außenspiegeln unterwegs bei uns hier im Starterfeld mit diesem Project One Auto. Das müsste Janis Wittler gewesen sein, wenn ich nicht völlig daneben liege. Bitte gleich nochmal gucken. Aber eins ist Fakt übrigens an der Spitze. Da hat sich was getan, weil Ten Voorde und Ammermüller sind in der Lage, sich von den Gegnern abzusetzen.
während dort sehr, sehr weit hinten Simmenauer, der junge Franzose mit der Startnummer 27, sich recht schwer tut in den Tiefen der Ergebnislisten rund um die, na, in etwa 15. Position versunken ist. Und da gibt es Probleme bei der 92, der nämlich im Zweikampf mit Simmenauer rausrutscht. Luca Rettenbacher ist das, der Herr aus Österreich, der vor 2 Jahren schon im Carrera Cup fuhr, letztes Jahr mit Lambo unterwegs war und jetzt in die Meisterschaft zurückgekehrt ist. Da staubt es dann ein klein wenig. Rettenbacher hat an Boden verloren bis hin zu Sandro Kaibach, bis hin zur 44er Startnummer. Und das ist dann die 20. Position am Ende aller Tage. Da sind sie aneinander geraten. Simmenauer, der sich da innen durchgepresst hat und Rettenbacher sehr weit nach außen gedrückt hat. Wir notieren im Übrigen relativ exakt, ein Renndrittel ist absolviert. Und das Bemerkenswerteste, das findet im Augenblick an der Spitze statt, nämlich in der Gestalt, dass Larry Tenforde und Michael Ammermüller mehr oder weniger Hand in Hand und teamübergreifend der Gegnerschaft auf und davon fahren und Kollege Andlauer und Pereira sich extrem schwer tun, auch nur in Ansätzen mithalten zu können. Und jetzt wird's eng für Larry Tenforde an der Spitze. Das ist die Onboard-Kamera von Michael Ammermüller. Vorne im Naka-Einlass angebracht. Achtung, Windschatten, der wirkt 70, 80 Meter weit. Jetzt kann er sich ansaugen, hat vielleicht die Chance, sich vorbei zu hangeln am Ende der Start- und Zielgeraden. Ich glaube, der ist noch zu weit weg, das wird noch nicht gehen. Tenforde im Übrigen auch auf der Fahrbahn Mitte bis hin zur Innenseite unterwegs. Macht also damit den Weg eng für Michael Ammermüller und lässt ihm letztendlich nicht den Hauch einer Chance, um da durchzugehen. Aber ich sage euch eins, der Tenforde ist nicht mit der Wurst über den Zaun. Der muss noch schaffen gehen. Weil der Michael Ammermüller wird ihn weichklopfen, während es einen Dreher gab bei Bertha Wesler. Und der nächste hinten reinkracht, Louis Henkefendt. Das sind 2 Talentpool-Fahrer, die richtig eingeschlagen sind. Da steht auch Rettenbacher noch mit drin. Auslöser und Beginn kann ich Ihnen nicht sagen, war irgendwo zwischen Berkay Wesler und wohl Luca Rettenbacher. Die Kamera war ja ganz close up auf dem Auto des Türken in Silber und in Grün, hinten links gewaltig beschädigt. Im Übrigen auch die Wasserleitungen beschädigt. Safety Car kommt raus. Der Panamera Hybrid, der erstmals in diesem Jahr im Carrera Cup als Safety Car eingesetzt wird. In der 8. Runde im Übrigen oder in der 7. Runde, wir zählen im GT Masters ja ein bisschen anders, was die grafischen Einblendungen angeht. Da wird sich der Safety Car Fahrer jetzt das Feld holen und wir gucken uns gleich nochmal an, was da rund um Berkay Wesler geschehen ist. Achtung, da sind wir jetzt. Das silber-grünfarbige Auto, der ist getroffen worden. Und zwar von Hendrik Skog, der ist das gewesen, der aus der Mannschaft von Huber Racing, der Schwede. Luca Rettenbacher hatte damit mal gerade überhaupt gar nichts zu tun, ging innen durch. Und dann kracht Louis Henkefendt, einer der ganz Jungen im Starterfeld, aus dem Talentpool mehr oder weniger ungebremst in das Auto von Berkay Wesler hinein. Und Louis Henkefendt, das ist der aus dem Team Light Racing. Und da stehen jetzt mal 2, die erstmal geborgen werden müssen. Das wird ein kleines bisschen dauern. Sorry, dass ich dich vergessen habe, Radek. Up to you. Tak, dámy a pánové, závod nám vstoupil do druhé třetiny, ale trošku se nám zkomplikoval, protože na trati je safety car a bohužel došlo ke kolizi, která nám zásadně promluvila nyní do průběhu celého závodu. Takže zapomeňme na všechny odstupy, které se teď vlastně minimalizují za safety carem. Došlo k tříčlenné kolizi, do které se přimíchali s číslem 15 turecký závodník, teprve 20-letý istanbulský student Berkay Wesler. Dále tam byl s číslem 92 Luca Rettenbacher z Rakouska. No a tím, kdo to odskákal nejvíce, byl Louis Henkefendt s číslem 23, který vlastně zdemoloval celou přední část svého Porsche s číslem 23, tedy už 100% v dnešním závodě pokračovat nebude. No a nás trošku mrzí, že se stenčuje ten počet vlastně celého 30členného startovního pole, ale přesto i nadále sledujeme krásnou podívanou. Doufejme, že pořadatelům se co nejrychleji podaří odstranit následky havárie. Henkefendt byl velmi, velmi naštvaný a nervózní po té kolizi, kterou absolvovala, která znamenala konec pro toto jezdce v tomto závodě. No a jak jsem říkal, doufejme, že se tedy podaří následky této havárie a této kolize co nejdříve odstranit a bez safety caru bude opět uvolněn průběh tohoto závodu.
Der ist übrigens gerade nicht aus dem Auto gefallen und zusammengebrochen, sondern ich glaube, der ist rausgefallen, weil er mit den Füßen am Überrollkäfig hängen geblieben ist. Nur um das mal zu sagen, die Reaktion, die ich anschließend gesehen habe, die kann ich wirklich verstehen. Adrenalin, ganz, ganz viel literweise im Körper, prägt dieses Handel. Und der ist im Prinzip der Susanne Rosbach, glaube ich, vor die Füße gefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Kollegin mit dem großen Fotoobjektiv, die da hinter der Leitplanke lauerte. Berger Besner, das ist der im weißen Anzug mit diesem Art X hinten auf dem Rücken drauf. Das ist der junge Türke, Louis Henkefendt, das ist ein Deutscher. Ja, und da traben sie von dann, der Rest muss eingesammelt werden. Abendbrot wird vermutlich bei den beiden Teams erstmal gestrichen oder weit nach hinten geschoben sein. Denn da ist eine ganze Menge Arbeit, bis das wieder klar ist. Beim Louis Henkefendt, da muss im Prinzip der Vorderwagen wieder gezogen werden. Er kann das alles gar nicht verstehen. Der Junge mit dem L und H in geschwungener Typografie auf dem Helm drauf, der sich so viel vorgenommen hatte, der zum Talentpool der besonders geförderten 8 jungen Piloten im Carrera Cup in Deutschland gehört. Ja, Safety Car. Was bedeutet das im Übrigen jetzt, während das Safety Car die Lichter, glaube ich, schon wieder ausgeschaltet hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich konnte das im Sonnenlicht nicht hundertprozentig erkennen. Es kann sein, dass die da unten beim Aufräumen schon soweit sind. Was bedeutet das? Und das Safety Car die Lichter ausmacht, ne, die leuchten noch. Das dann kurze Zeit später wieder freigegeben wird. Genau, sie sind noch am Flashen, am Blinken. Kurze Zeit später wird dann freigegeben, wenn die Leuchten abgeschaltet werden. Und dann beginnt für Larry ten Voorde im Prinzip alles wieder von vorne. Das heißt, wieder den Vorsprung aufbauen, wieder verteidigen oder auf der anderen Seite beim Restart nach dem Safety Car besonders clever sein und dem Ammermüller einen Sack über den Kopf ziehen und den an der Nase durch die Manege durchzerren, so ein bisschen verarschen und wegfahren dann. Nur der Kollege Ammermüller, der hier im Übrigen, der hat die Brille nicht umsonst auf, der weiß genau, wo er hingucken muss. Und der hat halt eine unfassbar große Erfahrung am Steuer eines Markenpokal Porsche. Das heißt, der weiß schon, was der gleich machen wird mit ihm oder versuchen wird, der Larry ten Voorde. Der hier übrigens mit den dunklen Gläsern, die im ersten Leben wohl die Frontscheibe eines LKWs waren, ist Stefan Rehkopf, der Führende im Amateurchampionat, was die Meisterschaftstabelle angeht. Nicht aber, was das laufende Klassement angeht, weil da führt Carlos Rivas vor Matthias Jeserich und im Übrigen Sören Spreng. Und Stefan Rehkopf nur auf der 4. Position, während wir uns natürlich wieder mit Michael Ammermüller beschäftigen, mit ihm hier, der jetzt versucht, die Reifen auf Betriebstemperatur zu halten, nicht zu bringen, weil da waren sie ja vorher schon, sondern durch dieses Schlangenlinienfahren hat man schlicht und einfach nur ein Ziel vor Augen, nämlich weiterhin die Reifen warm machen. Der mit geschlossener Visierscheibe, Jackson Evans, der aus Neuseeland, der übrigens die Eltern zu Gast hat hier, der ist ja von Neuseeland hier rübergezogen nach Europa für die Sommersaison im Carrera Cup und im Supercup, den er auch noch fährt. Das heißt, er wird am kommenden Wochenende in Monaco dabei sein, beim großen Aufschlag des Porsche Mobil 1 Supercup. Und da haben sich die Eltern mal angesagt und sind mal angetreten hier, um den Sohnemann zu beobachten. Jaap van Laachen, einer der ganz wenigen mit einem offenen Helm, mit einem dieser Stilo-Helme im Starterfeld. Ist ja eigentlich so ein Ding aus der Rallye-Weltmeisterschaft. Der wird das relativ oft gefahren, aber er liebt diesen Helm und ist damit eben in der Mannschaft von Porsche Racing unterwegs. Mal gucken, was sagt unser Safety Car. Immer noch die Flashing Lights an. Und wir begnügen uns mit den Herrschaften, die gerade an diesem faszinierenden Volant drehen. Eines Sportwagens schlechthin, der Porsche 911, fast 500 PS, fast 300 km/h Topspeed. Genau, es sind 485 und um die 280 km/h. Ein absolutes Traumauto in einer Meisterschaft, wo viele, viele junge Leute was geworden sind. 27 aktive und ehemalige Porsche-Werksfahrer kommen genau hierher. Und übrigens, viele gucken gerade zu. Ich sehe das auf Facebook, wer sich da alles einklingt. Welcome Michael Christensen. Welcome Mathieu Jamini. And these are all Porsche Factory Drivers following this second race weekend of the Porsche Carrera Cup Deutschland. Radek, up to you. Danke, du. Lukáš, vielen Dank. Tak dámy a pánové, když se podíváme, že jsme v 10. kole ze 17. okruhového závodu, tak už to znamená jedno jediné. Se safety carem jsme se pomalinku nepozorovaně přehoupli do druhé poloviny tohoto závodu. Je samozřejmě velká škoda, že se stále nemůže naplno závodit, ale samozřejmě v první řadě jde o bezpečnost jezdců, takže musíme počkat, až se ty následky té tříčlenné kolize podaří zcela jednoznačně odstranit a pak safety car, doufejme,
že to nebude zas až tak za dlouho, opět zajede zpátky do boxu a začne se znovu naplno závodit. Samozřejmě ten Voorde může být trošku v vozovkách naštvaný, protože se propracoval nejenom na první místo, ale nakonec dokonce i ke dvouvteřinovému náskoku, který je ale samozřejmě fuč, protože za safety carem se všichni jezdci sjeli v řadě za sebou. Já znovu připomenu, že je to třetí letošní závod v rámci celého seriálu Porsche Carrera Cup 2019. První dva se jeli na Hockenheimu, toto je třetí, ten čtvrtý se pojede zítra tady. Celkem je na programu v letošní sezóně 8 závodních okruhů po dvou závodech, tedy 8 podniků a celkem 16 závodů. Zatím všechny body bral muž, kterého vidíme teď za safety carem na prvním místě, Larry ten Voorde. Uvidíme, zda ta jeho suverenita v letošní sezóně bude i nadále pokračovat. Safety car je pryč, naplno se znovu začíná závodit, tak se pojďme podívat, jak Holanďan ten Voorde si bude dál počínat na prvním místě. Zda to bude suverénní jízda, anebo zda, jak tedy Ammermüller, tak Francouz Andlauer se budou moci dotáhnout, přiblížit a zautočit na první místo. Licht aus, Kette aufs Fahrrad, weiter geht's. Safety Car ist draußen, ist ausgeschert. Und Larry ten Voorde hat allen Ernstes diesen Start für sich entscheiden können. Hat das ganz clever gemacht. 2-3 Wagenlängen waren dazwischen, auch gegen Michael Ammermüller, der ein bisschen wehrlos war, da mithalten zu können. Alles in unveränderter Reihenfolge im Prinzip bezogen, zumindest mal auf die Spitzenplätze, ging es in Richtung der ersten Kurve. Wo es noch ganz nett war, war so rund um Jaap van Laachen, um Jannes Fittje und um Hendrik Skoog. Das ist so ganz kurz vor der 10. Position, wo im Augenblick gefeitert wird, aber vorneweg wieder Larry ten Voorde und wieder diese 2-3 Wagenlängen, die sich der kleine Niederländer rausgefahren hat. Hab vorhin noch mit Jeroen Blekemolen gesprochen, einer unserer ehemaligen Champions im Supercup, der sagte, ich kannte den Namen gar nicht, obwohl der auch aus Holland kommt, aber in Hockenheim habe ich gesehen, dass ihr da einen unfassbaren Vollglas-Glüher am Start habt, der richtig was kann und ich bin überzeugt davon, der macht seinen Weg und wir sehen uns heute Abend mal auf dem Kaffee in der Porsche Hospitality. Ich komme mal vorbei, ich muss den mal kennenlernen. Da sind wir beim nächsten Niederländer, bei Jaap van Laachen. Die hatten ja einen Holzschuh-Tanz in Hockenheim aufgeführt mit einem Doppelpodium für Larry ten Voorde und eben für Jaap van Laachen. Alles gut, alles ordentlich, nicht unfassbar viele Überholvorgänge, aber steile Show vor allen Dingen von dem Führenden, von Larry ten Voorde. Das ist jetzt mehr als eine Sekunde, die er sich rausgefahren hat. Schießt jetzt durch bei Start und Ziel, der Rest hinten dran. 1,055 Sekunden im 12. Umlauf zugunsten von Larry ten Voorde gegen Michael Ammermüller. Was tut sich dahinter? Andlauer, Pereira, dann Jason Evans. Wir gucken nochmal in die Onboard hinein und sehen den Grund für diese 1,5 Sekunden. Sehen den nämlich in der Gestalt, dass Ammermüller von Andlauer überholt worden ist. Das waren die blauen Außenspiegel, die zuerst bei Start und Ziel vorbeikamen, weil die weißen Außenspiegel einen Fehler gemacht haben. Nämlich Michael Ammermüller, einer der ganz seltenen Fehler in der Karriere des Bayern, knapp über 30 Jahre alt, als er leicht nach außen rutscht und dann Kollege Andlauer sofort zusticht und diese zweite Position übernimmt. Also Achtung, neues Ranking mit ten Voorde für Uber Racing, mit Andlauer, Ammermüller und Pereira und alle drei im Übrigen für Lechner. Tak, dámy a pánové, sledovali jsme velmi zajímavou situaci na první pozici i po restartu závodu a ten Voorde z Holandska, ten jede suverénně na prvním místě a situace mu velmi dobře nahrává. Teď vidíme ovšem, že má tady defekt závodník se startovním číslem 20, což je Švéd Hendrik Skoog. Hendrik Skoog zajel do travnatého příkopu a je jasné, že tento Švéd už v závodě pokračovat nebude, ale já se vrátím k tomu předchozímu okamžiku. Ten Voorde stále na prvním místě, ale na druhé pozici už není Ammermüller, protože ten udělal velkou chybu. Dostal se mimo trať a přes něj na druhou příčku se posunul jeho týmový parťák Francouz Andlauer. Takže Andlauer z Francie na druhém místě, Ammermüller, který startoval z pole position teď po své chybě, kdy na chviličku jel mimo trať, dokonce až na třetím místě. Ja, zuerst Rad ab, dann anschließend die Kellertreppe runtergefallen. Und was gibt's da noch? Riesige Staubwolken. Da ist der nächste draußen, nämlich Toni Wolf, die 14, der vom Sachsenring, der in einer riesigen Staubwolke dort im Kiesbett in den Tiefen der Ergebnislisten versinkt und zurückfällt bis rund um die in etwa 1,22. Position. Was war denn da gerade mit Hendrik Skoog?
erst Rad ab und dann mit Schwung die Kellertreppe runtergefallen, nämlich diese Böschung übersehen oder bewusst so gefahren, als hätte er Macan oder Cayenne dabei und könnte diesen Buckel mal mit links nehmen. Das läuft aber nicht mit einem Auto, das eine Bodenfreiheit hat von rund 80 mm, der Porsche 911 GT3 Cup. Und Skog, der hat den Notausgang wählen wollen. Das war natürlich völlig richtig. Aber er hat dieses Ding da übersehen. Und da wird, jetzt wissen wir auch, was da geschehen ist, Dylan Pereira rumgedreht. Nämlich Toni Wolff hat ihn von hinten angestupst. Und Jackson Evans kam dabei auch noch in Bedrängnis. Wolff verliert gewaltig an Boden. Und Dylan Pereira im Übrigen auch. Müssen wir gleich mal gucken, wo der rausgekommen ist. Also, das wird ereignisreich. Hier sind wir mit der Onboard-Kamera von einem der Förch-Autos. Und da diese riesige Rauchwolke oder Weißrauchwolke von den durchdrehenden Rädern verursacht vom kreiselnden Auto von Dylan Pereira. Larry ten Voorde kommt, Michael Ammermüller und auch Julien Andlauer auf den Plätzen 3 und 2 wieder ein bisschen rangefahren. Und dann ist es anschließend Jackson Evans auf 4, Nutznießer, Pereira, trotz Dreher, nur zurück auf die 5. Position, dann Balinko, Van Lachen, Kolkmann, Pietje und Simmenauer, das sind die ersten 10. Und bei Lechner Racing läuft es wieder im tschechischen Most viel, viel besser als zu Beginn des Jahres beim Auftakt in Hockenheim. Und wir sind im 14. Umgang, das heißt, deren 3 haben wir noch bei uns auf der Uhr stehen. Und wir haben uns noch mal diese Zuspielung angeschaut, als Wolff Pereira trifft. Wolff die meisten Plätze dabei verliert. Und im Augenblick, muss man gucken auf den Zeitnahmemonitor, ja rund um die 20. Position geführt wird, das ist Christoph Huber. Strebt er den nächsten Sieg entgegen? Fragezeichen. Aber erstmal sieht er, dass sein Fahrer Richard Wagner erneut kein Glück hat, der heute schon im Qualifying ja einschlug in die Reifenstapel und in die Leitplanken. Wollen wir mal gucken, was da geschehen ist. Da ist er außen, der mit der unlackierten Stoßstange wird im Prinzip von Toni Wolff in Richtung Kiesbett gedrückt. Hoppelt dadurch, also das ist ein Wochenende zum Vergessen bis dato für Richard Wagner. Außer Nase und Kaffeemaschine läuft genau gar nichts. Bei den Bayern aus Amfing kommt, glaube ich, die Truppe, kommt die Familie Wagner. Überhaupt nichts läuft zusammen. Schade, schade, schade. Während vorne an der Spitze, da steht er, also auch endgültig draußen, der Christoph Huber kann es gar nicht glauben, das ist sein Teamchef, ist Team Principal, der mit Larry ten Voorde einem möglichen nächsten Sieg im Übrigen entgegenstrebt. Ich will noch mal schnell in Sachen B-Wertung gucken, also Amateurchampionat, mit Rivas, mit Jeserich und mit Sören Spreng auf den ersten 3 Plätzen im Augenblick. Tak, dámy a pánové, velký smořem tohoto víkendu, nebo zatím tedy sobotního programu, je Němec Wagner s číslem 87, který v kvalifikaci čelně narazil do svodidel. Nakonec se jeho mechanikům podařilo opravit havarovaný vůz, nastoupil do závodu, nevedl si úplně špatně, byl na rozhraní 2. a 3. desítky kolem 18. a 19. místa. No ale před malým okamžikem se opět ocitl v kolizi a skončil mimo trať, v závodě už nepokračuje, takže pro něj velmi smolný víkend. My se ale pojďme podívat na to, jak vypadá situace v čele závodu. Holanďan ten Voorde s číslem 13, stále suverénně ve vedení, žádný problém pro něj, zhruba vteřinový náskok, jede si poklidnou jízdu. Co se týká trpělivosti, tak tou on je vybaven dosyta, protože je to vášnivý rybář. Navíc možná i těží ze své velmi lehké a drobné postavy, protože Holanďan ten Voorde měří pouhých 169 cm a váží 61 kg, což samozřejmě může být velká výhoda. No a zatím si tento létající Holanďan počíná nejen v úvodu letošní sezóny, ale i v tomto prvním mosteckém závodě velmi, velmi dobře. Necelá 3 kola ho dělí od dalšího vítězství. Připsal by si v tom případě dalších 25 bodů a pokračoval by v tom trendu, že má v dosavadní sezóně absolutně plný počet bodů. Ich glaube, ich habe gerade verstanden, was Durchmarsch auf Tschechisch heißt. Kann es aber nicht wiedergeben. Ich glaube, Radek hat gerade erzählt, dass der Larry ten Voorde genau das macht, nämlich den dritten Laufsieg nach Hause fahren will. Wir sind wo? Wir sind im 15. Umlauf. Den haben wir beendet, sind im 16. jetzt unterwegs. Übrigens wieder mit Stefan Rehkopf, das ist der im orange-grün farbigen Fahreranzug, der sich hier auseinandersetzt mit Georgi Donchev. Und da geht es rund um die 4. Position in der Amateurmeisterschaft. Rehkopf wird nächste Woche in Monaco fahren, genau wie auch Matthias Jeserich. Die beiden Gentleman-Driver erfüllen sich einen Lebenstraum und sind gemeinsam mit der Formel 1 im Fürstentum am Mittelmeer unterwegs. Und wir sind aber unterwegs in diesem 16. Umlauf. Schön, auch das zu sehen rund um die Pro-Am-Wertung
rund um die Amateurfahrer. Stefan Rehkopf übrigens der älteste Fahrer im Starterfeld überhaupt mit 56 Jahren. Der jüngste mit 17 Jahren wäre Nicolas Schöll. Aber der ist Co-Kommentator bei Sport 1, weil am Donnerstag im Testen den Unfall gehabt. Und da hat sich der Kollege Rehkopf vorbeigearbeitet am Bulgaren, der in seiner ersten Saison unterwegs ist im Carrera Cup. Der Bulgare wohlgemerkt, Stefan Rehkopf bereits im zweiten Jahr bei uns dabei. Hinten dran hängt noch Lukas Hertel, für den läuft am heutigen Tag auch nichts zusammen. Wir werden gleich im letzten, im alles entscheidenden Umlauf sein, rund zum Lariten Voorde. Dann stelle ich mir die Frage, geht die Nummer so makellos aus mit 75 Meisterschaftspunkten aus drei Rennen, die er alle für sich entschieden hat, oder kommt da nochmal eine Attacke von Andlauer? Also eins ist klar, wenn der Lariten Voorde keinen Scheiß baut, kann der eine Hand in die Hosentasche stecken und kann ganz genüsslich und gemütlich nach Hause fahren, weil der Vorsprung rechnet sich hoch auf knapp 0,9 Sekunden. Da kommt der Carrera nochmal, der vorhin rausgedreht wurde von Tony Wolff, fährt jetzt gegen Jackson Evans. Wir reden um die Positionen 4 und 5. Fürs Podium wird das nicht mehr reichen, aber es geht halt um die Meisterschaftspunkte. Und es geht vor allen Dingen um die Punkte, während noch eine Runde zu fahren ist. Für den Kollegen Dylan Carrera, der sich so große Hoffnungen gemacht hatte für dieses Jahr 2019. Da ist er, der mit den, ich glaube, 85 Sponsoren auf dem Auto. Ganz Luxemburg gibt, glaube ich, jeweils 500 Euro, damit er Rennen fahren kann. Der ist nicht ganz so, aber ihr seht das, ganz viele kleine Aufkleber, Stickers on the car. Das ist in Luxemburg, in diesem sehr kleinen Land, ist es nicht einfach, Sponsorgeld zu finden für den Motorsport. Und er hat viele Freunde und Gönner, die ihn unterstützen und die alle mit diesen kleinen Aufklebern dort auf dem Auto verewigt sind. Und da setzt er sich auseinander gegen den Porsche Junior, gegen Jackson Evans aus Neuseeland, der mit der Onboard-Kamera aus der Mannschaft von Project One, GBR, Jörn Becker Racing. Das ist die Truppe, die das Handling macht für Project One. Und das Engineering, der Ingenieur, das ist der aus dem Supercup. Und der kommt aus der Schweiz und damit ist dieser Teammix komplett, weil das ist der Boss von Fach Autotech, der sich da um Jackson Evans kümmert. So, jetzt nehmen wir die Herrschaften mal mit und wir werden eins ganz klar haben. Es wird der dritte Laufsieg des Jahres 2019 werden für einen kleinen Niederländer, für Lariten Voorde, für einen kleinen Niederbayer, nämlich für Christoph Huber, seinen Teamchef, vor Andlauer und vor Ammermüller. Da springt der kleine Huber, der normalerweise auf Dackelhöhe durch die Landschaft rast, da springt er so, dass er bei einem Hochsprungwettbewerb durchaus unter die ersten drei kommen könnte. Sorry, lieber Christoph, für den Dackel, aber allzu groß ist der Herr nicht gewachsen, aber großartige Leistungen, die vollbringt er. Jackson Evans, den Carrera auf der fünften Position, dann Balilko, Van Lachen, Kolkmann, das ist die Mannschaft von Christoph Huber. Janis Wittje und Jean-Baptiste Simenauer, die komplettieren die ersten zehn. Ich sage Ihnen schnell noch, wer in der Amateurwertung vorne ist. Carlos Ribas hat gewonnen vor Matthias Jeserich. Und dann doch noch Stefan Rehkopf auf drei. Dann hat er das dann doch noch hinbekommen. Genauso ist es also zumindest noch ein Podium für ihn. Ribas, Jeserich und Rehkopf. Up to you. Ich gehe runter, Siegerehrung machen, okay? Tak, dámy a pánové, viděli jsme už průjezd vlastně vítěze suverena letošní sezóny cílem. Ten Voorde, malý Holanďan. Larry ten Voorde je malý, ale velký výkonem. Létající Holanďan si připisuje opět plný počet bodů. Jak v první závodě na Hockenheimu, tak i ve druhém, tak i v prvním tady na Autodromu v Mostě. No a uvidíme, jak tomu bude zítra. Stále bez ztráty jediného bodu má tedy po tomto závodě už 75 bodů a suverénní náskok v té průběžné letošní bodové klasifikaci do cíle. Nakonec dojel před Francouzem Andlauerem s náskokem 1,1 desetiny vteřiny. Ammermüller zaplatil za tu chybu. Němec, který startoval z pole position, nejenom, že neobstál při startu proti Holanďanovi ten Voordemu, ale nakonec po chybě, kdy na chviličku vyjel mimo trať, se přes něj dostal i jeho týmový parťák, právě Francouz číslem 2 Andlauer, který končí stříbrný v tomto závodě. Ammermüller se musí spokojit s bronzovou příčkou. Nás za chviličku čeká slavnostní vyhlášení k tomuto závodu, no a já znovu připomenu, že před restaurací v Park Ferme tady na Autodromu v Mostě se zanedlouho, zhruba za 4 hodiny 17.15, rozjede autogramiáda jezdců ADAC GT Masters, tak si nenechte v 17 hodin a 15 minut před restaurací utéct tu možnost, že se s nimi naživo setkáte a navíc kromě fotografií získáte i jejich ceněné podpisy.
hinter seiner Tür kann man sehen, da sind schon zwei Aufkleber für zwei Siege, die er eingefahren hat. Heute wird er sich den dritten aufkleben können. Da steigt er aus, klatscht ab mit seinem Ingenieur. Das hat er wirklich ganz hervorragend gemacht. Da wird es auch gleich die ersten Interviews geben. Die Kollegen von Sport 1 werden da auf jeden Fall auch gleich noch Stimmen einfangen. Ich werde gleich mal rübergehen zu Michael Ammermüller. Der hat heute tatsächlich ja, an zwei Stellen ein kleines bisschen ja, verwachst, will ich nicht sagen. Wir werden gleich mal fragen, was da los gewesen ist. Beim Start den ersten Platz verloren und dann im Getümmel auch die zweite Position. Wie gesagt, jetzt sollen die sich erstmal freuen über ihre Platzierungen. Abklatschen, selbstverständlich, das gehört sich so. Und ja, Walter Lechner beglückwünscht seinen Piloten Michael Ammermüller zu einem trotzdem sehr ordentlichen Ergebnis. Wenn der Helm ab ist, können wir da bestimmt noch mal ganz kurz nachfragen, was da los war. Jetzt erstmal geht's zum Wiegen, selbstverständlich, das Ganze ja obligatorisch. Auch die anderen Fahrer, die nicht hier im Park vermehrt sind, die werden ebenfalls gewogen. Das findet hinten auf dem rückwärtigen Teil im Fahrerlager statt. Alles muss seine Richtigkeit haben natürlich an dieser Stelle und ich kann mich sicherlich einfach mal hier vorbei mogeln, während Michael den Helm abzieht. Michael, Glückwunsch zum dritten Platz, der wird dir nicht so richtig gut schmecken wahrscheinlich, oder? Na, wäre mehr drin gewesen, war schneller wie der Larry, aber leider vom Safety Car habe ich einen kleinen Fehler gemacht und bin ein bisschen ins Kies gekommen und dann habe ich den Platz verloren und danach habe ich nur, glaube ich, die Spoilerlippe verloren. Dann ging gar nichts mehr. Ja, war nicht optimales Rennen. Der Start war schon alles andere als optimal. Was hat sich dazu getragen? Da ist Larry ja vorbeigegangen. Okay, ich bin eigentlich nicht so schlecht weggekommen. Er ist wahrscheinlich ein bisschen besser weggekommen. Ich habe es nicht gesehen, weil ich sehe es im Spiegel nicht. War gleich neben mir und konnte nicht dagegenhalten. Alles klar. Trotzdem Glückwunsch und gleich geht's zum Podium. Wir können hier vielleicht mal gucken hier zum Thema Spoilerlippe, die da vorne ist. Und da kann man sehen, da sind auf jeden Fall Spuren hier vorne zu sehen und in der Tat fehlt hier vorne die Lippe. Wir können jetzt das Ganze nicht so ganz gut auflösen mit unserem Kameramann. Oder kommst du nochmal einmal rüber? Ja, perfekt. Das ist tatsächlich nämlich ein ganz wichtiger Punkt. So ein Cup-Elfer hat ja jetzt nicht Unmengen an Abtrieb, aber tatsächlich diese Lippe, die hier vorne normalerweise dranhängt, hier vorne ist noch ein kleines Stück, die sorgt an der Vorderachse für Stabilität, ist die weg, dann funktioniert eben nicht mehr so wirklich viel. So, ich gehe jetzt mal wieder in die andere Richtung an den Jungs vorbei, weil da wartet dann gleich auch schon der werte Kollege Burkhard Bechtel. Und da winkt einer und ich würde sagen, Burkhard, du darfst gerne weiter kommentieren. Ich sag dir Bescheid, wenn es losgeht. Ich glaube, der Trend geht zum Mikrofon-Sharing, ne, im Augenblick hier bei uns. Also, damit sind wir jetzt unten im Park-Vermeer-Bereich unterwegs. Thomas Volkmann hat sich schon mal ein bisschen eingestimmt, gemeinsam mit unseren Akteuren, die ganz simple und einfache Regieanweisung. Wir haben zwei Siegerehrungen, eine für die Gesamtwertung und die zweite dann eben für unsere Amateurpiloten. Also, wenn er die ranbringt, dann könnten wir die Herrschaften Champagner beträufelt in Richtung Podium jagen, um diesen dritten Meisterschaftslauf des Jahres zu ehren. Ein 100% Durchmarsch für den Kollegen Christoph Huber mit dem Herrn Larry Ten Voorde am Volant. Die Herrschaften werden verbracht. Wir richten uns für die Siegerehrung in Sachen Gesamtwertung. Die Plätze 1 bis 3 rufen im Übrigen dazu en bloc auf. Während noch auf die Schnelle, glaube ich, die Kappen gereicht werden und die letzten Dinge gerade gezogen werden hier, sind wir dann soweit mit zweimal Pink. Bei mir geht der Daumen hoch. Ich darf. Hier sind Ihre Sieger. Hier sind Glückwunsch Larry Ten Voorde, Julien Andlauer und Michael Ammermüller. Und jetzt aber Attacke. Herr Huber, wo ist der Teamrepräsentant? Wer kommt mit? Kommt einer? Wer? Ah, genau. Also wir machen mal ohne weiter. Die Hymne der Niederlande. Da kommt er. Ja, jo. Die Hymne Hollands, bitte.
Das war aber eher, glaube ich, die Kurzversion der Nationalhymne der Niederlande. Nichtsdestotrotz, Larry, eine ganz, ganz starke Leistung. Und es gibt die Trophäe für den Sieger beim dritten Meisterschaftslauf des Jahres. Huber Racing und Larry ten Voorde. Hudru Isaac überreicht dein Pott, Larry. Für Rang 2, die nächste Trophäe wird parat gehalten für die Pinkfarbigen, die wieder zurück sind im Geschäft, wie im Übrigen auch Bernd Barik vom ADAC Berlin-Brandenburg mit der Trophäe für Julien Andlauer. Und Rang 3, lieber Michael, auch der ist wieder da. Thomas Voss überreicht, Leiter Motorsport und Klassik, Lechner Racing, Michael Ammermüller. So geht die Kiste, liebe Freunde. Ihr stellt euch noch zusammen fürs schöne Foto oder während die Trophäe überreicht wird an ihn. Huber Racing, Teamrepräsentant Nikolaus Akenau. Glückwunsch. Nick, stell dich noch mit dazu. Schönes Gruppenfoto. Michael, gehst noch mal hoch. Den habe ich verbockt. Schön zusammen. Und dann gute Miene und Champagner. Der tiefe Schluck aus der Pulle. Auf Sendung spielen wir, glaube ich, gerade im Augenblick die Highlights und sind gleich wieder für Sie da mit der Amateur-Ehrung. Im Videostreambahn, das gerade die Highlights und das sind Ihre Highlights, die menschgewordenen Highlights der Amateurwertung. Hier sind für Sie Carlos Ribas, Matthias Jeserich und Tabellenführer Stefan Rehkopf. Meine Herren, genießen Sie das Podium, den Applaus und die Hymne Luxemburgs. Bei der B-Wertung oder bei den Amateuren spielen wir sie ein wenig länger, die Hymne. Ihr seid ja auch schon ein bisschen länger Bürger eures Landes. Ihr Rennsieger und hier gibt's die Trophäe. Hui, bitte walte deines Amtes. Das kommt davon, wenn man bis 2 Uhr Party macht. Hier steht Ihr Rennsieger, Carlos Ribas.
Rang 2. Lieber Bernd Barich, überreiche deinem Landsmann, deinem Mitstädter aus Berlin die Trophäe für Matthias Jeserich. Und Rang 3. Weiterhin die Tabellenführung. Noch einmal waltet Thomas Voss seines Amtes für Stefan Rehkopf. Männerglückwunsch, Foto. Den beiden rechts und links außen wünsche ich nächste Woche in Monaco unfassbar viel Erfolg, wenn es beim Supercup im Fürstentum dann durch den Leitplankenkanal gehen wird. Carlos Rivas, Matthias Jeserich und Stefan Rehkopf. Meine Herren, euer Champagner, danke, dass Sie dabei waren in Sachen Carrera Cup. Und damit zurück, wohin? Ins Funkhaus. Vom Fernsehen. Ja, ich ja. Weiß nicht, ob es noch läuft. Keine Ahnung. Tut mir leid gerade. Ja. Doch geht. Ja, es geht. Tak dámy a pánové, my jsme si užili kromě nádherného závodu Porsche Carrera Cupu 2019 i slavnostní ceremoniál. Tím samozřejmě dnešní program nekončí, protože vás velmi rádi teď pozveme také do prostoru Park Ferme před restauraci, kde za 3 minuty začne autogramiáda jezdců ADAC GT Masters, se kterými se budete moci setkat, vyfotit se s nimi, získat autogramy, takže autogramiáda jezdců ADAC GT Master začíná v 17:15 v prostoru před restaurací v Park Ferme. Zároveň vás velmi rádi pozveme už na zítřejší program, který začíná opět v 9:15 a ty závody, které jsme si dnes užívali, si budeme užívat i zítra. Věřme, že i počasí bude schovývavé a že ty nádherné 4 závody, které dnes ozdobily sobotní program, si budeme moci naplno užít i zítra. Teď se tedy přemysťujeme do Park Ferme, do prostoru před restauraci, kde za malý okamžik začne autogramiáda jezdců ADAC GT Masters.